Ja, ist das nicht wunderschön? Und damit einen wunderschönen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung. Hier sind wir wieder, genau da, wo wir aufgehört haben. Eine Stunde später. Und zwar genau da, wo wir aufgehört haben. Ich muss weitermachen, weil ich habe die Befürchtung, ich vergesse sonst ganz schnell den Weg nach draußen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ich finde den überhaupt noch mal hier raus. Sehr geil. Ich bin jetzt auf jeden Fall gestärkt. Also, Moment, noch nicht ganz. Ich trinke noch mal einen Schluck. Dann bin ich aber vollkommen gestärkt und das heißt, ich kann jetzt noch, wenn wir hier rausfinden, ein bisschen an meinem Hausbau weitermachen. Sehr lecker. Zwergenmet. Super. Super geil. Okay. Also, wir wollten ja noch. Die Idee war ja, wenn wir schon hier unten sind, hauen wir hier noch ein bisschen was von diesen komischen Steinen hier zusammen. Damit wir nicht wieder, falls wir es wieder brauchen, hallo, ein wunderschön, falls wir es wieder brauchen, dass wir nicht wieder uns den ganzen Weg nach unten kämpfen müssen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Fackeln jetzt hier drin lasse oder nachher beim Hochgehen wieder mitnehme. Ich meine, an sich ist die Höhle ja geil, ne? Es gibt ja alles Mögliche hier. Und später zum Erforschen, also vielleicht ja, ich werde die Fackeln wahrscheinlich gleich hier lassen. Oder macht doch Sinn. Ach, guck mal, mein Kristall ist im Arsch. Sag mal, wie war das? Ich muss den rausnehmen. Hier unten kann der eh nicht aufladen. Da müssen wir ans Tageslicht. Oh, nicht. Obwohl, doch, den können wir ja einsaugen. Wir brauchen jetzt nur einen vollen. Wir haben doch. Ach, guck mal, die sind alle nicht. Verlieren die an Kraft einfach so, auch wenn die nicht benutzt werden? Kann das sein? Wenn man genau hinguckt, sieht man sie sogar. Diese ganzen feinen Nuggets. Mir ist zwar immer noch ein Rätsel, was man damit macht. Mit diesen Tarnsteinen. Hat das was mit dem Bauen zu tun vielleicht? Damit kann man Fackeln unsichtbar machen. Ah, verstehe. Ist das der einzigste? Ist das das einzigste? Die einzigste Möglichkeit? Weil dann brauche ich ja nicht, dann brauche ich ja hier nicht tonnenweise einkassieren, oder? Da liegt noch einer. Weil dann wird das doch reichen, was wir jetzt haben. Fürs Erste. Und wir wissen dann, hier unten ist noch eine Quelle.
Falls wir nochmal was brauchen. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Was ist das hier? Tarn-Nuggets. Also wir haben auf jeden Fall mal 100 Stück. Genau 100. Ja, also wenn das nicht... Ne, 117. 117. Also das wird ja erstmal reichen, oder? Komm. Nö, im Grunde brauchst du nur ein Nugget und dann nur, wenn du zum Bauen Lichtquellen haben willst, ohne dass du die Fackeln siehst. Ja, ja, klar, ist bestimmt cool. Ja, wenn das so... Ich sag mal, wenn du es moderner bauen willst. Aber cool. Cool, dann, heißt jetzt den Weg wieder rausfinden. Eigentlich habe ich es wie Hänsel und Gretel gemacht, mit Fackeln. Also, das heißt, ich muss jetzt da hoch, oder? Ja, ja. Warte mal, wir haben da noch ein bisschen... Dein TTS hat eine interessante Stimme. Mag ich. Mein TTS? Oh. Nein, 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 komm her. Mein TTS. Scheißdreck. Ah, okay, jetzt haben wir wieder. Ich selbst nutze seit Jahren die englische Stimme David. Darum ist dein TTS so erfrischend neu. Okay. Sehr nice. So, jetzt pass auf. Wir machen uns hier mal so einen kleinen Dings. Zack, zum Hoch. So. Ja, genau. Das werden wir schon wieder finden. Dann geht es hier lang. Du kannst auch drei Blöcke einfach hoch teleportieren, wenn du magst. Drei Blöcke hoch teleportieren? Du scheinst mir ein Fachmann zu sein, oder? Ich meine das so rauszuhören. So, jetzt. Warte mal, nee. Wir haben... Nee, das haben wir alles abgecheckt. Genau, da ist der Weg raus, glaube ich. Ja, das ist halt jetzt... Okay, nee, hier auch nicht. Hier geht's weiter. Dann da hinten durch. Ich bin Chibi Arkea, hab etwas über 7 Uhr im Spiel und hab sehr viele Let's Plays und sehr viele Tutorial-Videos gemacht. Etwas über 7 Uhr im Spiel? Okay. Nee, sehr cool. Tatsächlich, ohne Spaß, habe ich im Titelbildschirm Werke von dir gesehen. Man sieht ja immer die Sachen, die die Leutchen erschaffen haben. Und da ist definitiv ganz oft dein Name gefallen. Chibi Chaka, ne? Irgendwie Chibi, irgendwie so. So, jetzt müssen wir uns trotzdem mal hier ein bisschen hochbauen. Nimm das Gold mit. Gold, ja klar. Oh, Mensch. Wenn ich dich nicht hätte, du. Ich würde den Wald, nee, den Baum vor lauter... Ja, du weißt, was ich meine. Gold, ja, ich bin reich. Ich habe Gold gefunden. Oh, ist das schön. Das ist Kupfer, ne? Ich nehm's trotzdem mit. Könnte auch Gold sein und nur im Schein der Lampe so wirken wie Kupfer. Ist, glaube ich, eher Gold. Nehmen wir alles mit. Oh, ho, ho. Gold, geil! Ich kann mir einen Kompass machen. Ich kann mir endlich einen Kompass bauen. Das ist Kupfer, oder? Das sieht eher so nach Kupfer aus. Oder Erz. Unter blauem Licht ist Gold sehr einfach zu finden.
Sehr nice. Ne, warte mal, das ist Erz. Das ist Kupfer. Genau, das ist Erz, das ist Kupfer. Ja, da muss ich noch reinkommen. Das muss man. Das kommt dann schon mit der Zeit. Sehr cool. Aber wir können ja auch ein bisschen Erz mitnehmen, ne? Wir wollen ja nicht. Wenn wir schon jetzt hier so weit runtergestiegen sind, nur um dieses Tarnsteinzeug zu holen, was wir wahrscheinlich eh nie brauchen werden, außer wenn wir Fackeln unsichtbar machen, dann können wir auch hier ein bisschen das Jutezeug noch mitnehmen. Aber ist schon schön. Macht schon echt Spaß. Hat einfach, also ist cool. Es hat auch ein bisschen sowas Meditatives, weißt du, die Musik und so. Finde ich echt geil. Gefällt mir. Die Dinger haben wir ja auch schon eingesammelt. Weiß ich auch noch nicht, was wir damit machen. So, und ich glaube, hier sind die Fackeln. Das heißt, ist so eine Treppe. So. Für mich ist das immer ein Spiel, wo ich mich entspannen kann. Definitiv. Über die letzten Jahre war das immer beim Ruhepunkt. Definitiv. In der Tag, also meine Rede, ich habe mich heute auch mit jemandem unterhalten, ist genau meine Rede. Wenn der Tag schon stressig ist und so, dann brauche ich nicht noch. Also ab und an, ja, cool, brauche ich auch ein bisschen Action. Aber wenn du schon einen stressigen Tag hast und die Action den ganzen Tag über, dann ist sowas einfach schön. Da ist die Welt nur in Ordnung, verstehst du? Du hast Teleportknöpfe. Wenn du auf den Boden zeigen kannst, kannst du teleportieren. Darum kannst du einfach 3 Blöcke hoch teleportieren. Ah, so meinst du. Ja. Ah, okay, ich weiß. Ja, man kann teleportieren. Ich weiß es. Mit Dings nach vorne, glaube ich. So hier irgendwie. Ja, genau. Zack. Ich glaube, wir sind. Sind wir da raus, wo wir rein sind? Ich sehe halt keine Fackel von mir. Doch, da hinten. Gott, ich werde das nie wiederfinden. Aber egal, ich bin raus. Ich habe es rausgeschafft. Hallo Welt, und es ist Tag. Das sieht schon sehr nice aus. Ne? Das ist, wenn du schon so viel Progress hast, dann bist du sicherlich PC-Spieler. Richtig? Schau dir deine Koordinaten an. Ja, das Ding ist, ich habe mir halt auch gar nicht gemerkt, wo meine Base ist. Aber ich habe es mir tatsächlich hier an diesen Anhaltspunkten so ein bisschen gemerkt, weißt du? So, Himmelsrichtung mit der Sonne. Und jetzt habe ich ja dann endlich auch einen Kompass. Guck mal, wo waren das? Einstellungen, Statistiken. Da, genau. Das kann ich mir doch nicht merken. Das müssen wir ja aufschreiben alles. Ja. Ich spiele auf PC seit 2019. Krass. Sehr geil. Ja, da wundert es mich nicht, dass da jedes zweite Bild. 2417 minus 590. Ja, genau. Hab ich gesehen. 2000 jetzt. Ja. Interessant. Ja, aber das ist geil. 2019 auf PC. Da wundert es mich nicht, dass jedes zweite Bild da irgendwie von dir ist, was ich da sehe immer am Start. Falsche Koordinaten. 2400 zu 660. Genau, ja, so habe ich das auch gesehen.
Genau, und jetzt pass auf, mein Heimatort ist irgendwo hier, aber ist nichts. Also das ist wirklich nur eine Gartenlaube. Da bin ich halt Welten davon entfernt. Oh, fuck. Oh, grün. Hier ist grün. Das ist auch wieder so eine Riesenhöhle. Das muss ich auch... Das muss ich auch markieren. Ich habe mir das jetzt so angewöhnt, überall. Das ist ganz praktisch. Also da sieht man relativ schnell. Ah, der Turm, das heißt, hey, wir sind fast zu Hause. Wir müssten fast... Ne, warte mal, unser Zuhause muss doch hier irgendwo sein. Da lang. Ja, da ist es. Haha, Sweet Home. Es ist nichts Besonderes, aber es ist meins. Mensch, das ist ja nur ein Katzensprung bis zur Höhle. Ja eben, ich sag ja, ich wohne hier, ich habe mir ein schönes Plätzchen ausgesucht hier. Ich kann ins Gebirge, ich kann die Höhlen. So, rein in die gute Stube, ohne Dach und... Aber kommt noch, wird noch. Die Fenster, die sind voll verspickt. Schau mal, das tut alles so reflektieren und so. Okay. Sehr nice. Und lass mich raten, ihr auf dem PC, ihr habt bestimmt auch die Möglichkeit, hier in die Bilder eure persönlichen Bilder einzufügen, oder? Mit Sicherheit. Als ich angefangen habe, habe ich stundenlang nach einem schönen Fleck zum Wohnen gesucht. Am Ende hat sich rausgestellt, dass ich ganz nah war. Ja. Ja, das wäre halt nice hier. Ja, das wäre cool, wenn ich hier auch so eigene Grafiken, Bilder einfügen könnte. Aber das ist irgendwie bietet es mir, warte mal, wie wir das hier antippen, oder? Ich muss nochmal gucken. PlayStation lässt das leider nicht zu, dass man eigene Bilder einfügt. Nee, aktuell nicht. Ah, so, genau. So, jetzt habe ich halt hier, ich weiß auch nicht, was die Regler bedeuten. Ich kann mir jetzt hier von einem relativ begrenzten Dings was aussuchen. Schade. Da hätte ich gern, oder wenigstens Screenshots, die man hier macht oder so. Weißt du, sowas ein bisschen personalisiertes. Das wäre cool gewesen. Die Regler stellen den Rahmen ein. Okay. Meine sind kaputt. Naja, vielleicht patcht das ja nochmal nach. Ich meine, Mod grundsätzlich ist ja kein absolutes Tabu hier, habe ich gesehen. Er bietet ja hier bei den Rezepten gibt es ja hier diese gemoddeten Blocks auf jeden Fall schon mal. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Hey, ich verstehe. Was macht der hier? Ah, okay, verstehe. Okay, gecheckt. Sehr cool. So, jetzt müssen wir aber bestimmt
Fackel tarnen. Nimm mal einen Tarnagel und lege ihn in eine Fackel in der Welt, um die Fackel zu tarnen. Das machen wir doch jetzt mal. Ah ja, ich verstehe. Ja, das hat schon was. Dann hast du nicht überall diese... Ich meine, ja, das kann... Nein. Ich brauche unbedingt Türen. Die gehen hier ein und aus, wie sie Bock haben. So, wir haben ja so viele mitgenommen. Können wir gleich alles tarnen hier. Außer die draußen, die lasse ich. Für die Optik lasse ich die brennen. Objective completed. Objective completed. Das waren jetzt aber viele, die ich tarnen musste. Aber, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Perfekt. Schimmerfliesen herstellen und platzieren. Eine weitere coole Beleuchtungsoption sind Schimmerfliesen, die du mit dem gefundenen Schimmerstein herstellen kannst. Stelle ein paar Schimmerfliesen her und platziere sie. Ja, dann machen wir das doch mal hier. Mal an die Seite hier. So. Schimmerfliesen. Ja, wahrscheinlich brauchen wir... Brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Wir brauchen 4 davon. Guck mal, sind da... Das sind Schimmer. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. So, zack, da. So, und jetzt können wir die... Blaue Schimmerstein, genau, jetzt können wir praktisch den Schimmerstein irgendwo. Das müssen wir wahrscheinlich auch machen, oder? Mhm. Dann platziere sie. Falscher Block. Das waren doch auch Schimmerfliesen, oder? Das andere war doch... steht Schimmerstein dran. Ah, okay, Schimmerfliesen. Ja, ist ja gut. Schimmerstein. Du bist aber auch kleinlich. So, Schimmerfliesen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Brinsendes Gesicht. So, also dann gucken wir mal. Das ist dann wohl eher für Boden, ne? Wie sollst du platzieren? Achso, die soll ich platzieren. Achso. Ja, du! Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Komm hoch jetzt hier. Die soll ich platzieren. Ah, okay, also den Schimmerstein. Blaue Schimmerfliesen, so. Jetzt aber. Schwere Geburt, wo soll man die...
soll man den denn platzieren, sag mal? Was denn, das leuchtet dann auch, oder wie? Objective completed. Objective completed. So, perfekt. Ja, ist doch nett. Passt. Mehr Rezepte für, finde das Rezept für den Kompass. Den habe ich. Ich habe den Kompass. Achso, muss ich hier weitermachen. Gold finden und abbauen. Haha, und einen Kompass basteln. Den machen wir jetzt tatsächlich, weil darauf habe ich auch Bock. Ein Kompass hier. So, wo bist du, gutes Stück? Hier. Okay, 6 Holz, 4 Gold und ein Kupfer. Das haben wir alles, hoffe ich. Also fangen wir mal an mit Holz, das wir nicht haben. Ich glaub's ja nicht. Wir haben das da irgendwo hier reingepackt. Ich weiß, dass wir Holz haben. Kann ich die eigentlich nochmal irgendwie umpositionieren, wenn ich sage, hey du, gefällt mir da jetzt nicht mehr? So, hier ist doch Holz, siehste. Was brauchen wir? 4. Ja. Geht, oder? Wie mache ich das? Ich habe das... Oh, okay. Dann war das letzte Mal ein Bug. Ich habe es letztes Mal versucht und gegriffen und... Ging nicht. Weil jetzt... Na gut, dann kann ich ja... dann muss ich das ja auch noch hier... richtig machen. So, und dann habe ich noch, habe ich das Holz gerade noch zufällig einstecken oder habe ich das auch weggeräumt? Ne, ist auch weggeräumt. Ja, da habe ich es ja. Perfekt. Ich sollte vielleicht die Kristalle mal wieder alle dahin schmeißen, damit die mal laden. Sehe ich gerade. Einen Kristall wollte ich einstecken, dann habe ich den irgendwie als Kopfleuchte verwendet. Der ist weg, glaube ich jetzt. Den kriege ich aus meinem Kopf nicht mehr raus. So, 3. Wo ist denn der ganze Rest hin? Ich hatte doch viel mehr. Habe ich den reingepackt irgendwo? Ne, auch nicht. Hä? Wo sind meine ganzen Steine hin? Wurden die geklaut oder was? Die meisten Rezepte brauchen irgendein Holz. Verarbeitetes Holz ist auch Holz. Und aus 1 Holz kannst du 5 verarbeitetes Holz machen. Ah, okay. Ich habe zu oft Arbeit gehört. Arbeit ist ein Wort, das ich nicht toleriere. Okay, also wir nehmen einfach mal hier... 4 Holz brauchen wir da, das passt doch. Aber, oh... Warte, wir sind hier noch nicht fertig. Ich muss ja noch... Den kann ich jetzt aber nicht einfach so da reinschmeißen. Nee. Okay, schade. Das heißt, muss ja alles seine Ordnung haben. So. Perfekt. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt kann ich das wieder da reinstopfen. Und... 4 Holz für den Kompass. Ich hoffe, das waren 4 Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holz waren es sogar. Okay. Okay. Wie du schon sagst, Holz braucht man für fast jedes Rezept. Also schadet auch nicht, wenn ich noch ein bisschen was... Ich habe ja hier hinten, glaube ich, noch Holz rumliegen, aber das ist auch wieder weg, oder? Nimm verarbeitetes Holz.
Ja, ich muss doch noch bauen. Siehst du das Gebäude hier? Sieht das fertig aus für dich? Ich brauche noch ganz, ganz viel Holz. Ganz, 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 ganz viel Holz. Na, schau mal, hier ist auch. Ich bin umzingelt von Höhlen. Komm, der ist es, der muss dran glauben. Oh, hier ist das. Ich hab's gleich. Ja! Ta-ta-ta-ta! Hasi, pass auf, sonst tut's weh im Kopf. Was ist denn? Kristall schon wieder, oder? Oh, der Kristall, du. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Holz. Ich frage mich aber, wo meine ganzen Kristalle hin sind. Wenn die nicht im Inventar sind und nicht hier rumliegen, dann sind die irgendwie schwund. Dann wurden die mir geklaut. Ich hatte so viele Kristalle. Katastrophe. So. Okay. Die Karnickel haben die gefressen. Ehrlich? Du, ich mach einen Karnickelkäfig, ich sag's dir. Ich hab die schon mal alle rausgeschmissen. Du, ich hab dir gesagt, du landest hier im Feuerofen. Wenn ich wieder kein Heizmittel hab. Und jetzt bleibst du draußen. Steck die in den Ofen. Ja, das mach ich. Da fehlt nicht mehr viel. So, okay, also, dann legen wir das mal so, was wir haben hier drauf. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holz. So. Das sind 7. So. Ich habe vor 3 Jahren zu Weihnachten einen in den Ofen gesteckt und erst kurz vor November wieder rausgelassen. Ja, richtig so, richtig so. Ganz gefährlich, die werden unterschätzt, ja. So, Chopper Nugget brauchen wir nur einen. Okay. Ah. So, aber Gold brauchen wir. Hasen brennen gut. Eben. Und lange. 4. 4. Oh, gut, wir haben gerade mal 5. So. Aber jetzt muss ich mal einen Blick in das Ding werfen. Also 3 unten, unten das Kupfer hin. Dann 3 Gold drauf. Okay. Dann Mitte Gold und dann Holz drumherum. Okay. Zack. 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 Da, 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 da. Wie jetzt? Lässt sich nicht einstecken. Objective completed. Machen wir es eben so. So, sehr geil. Den möchte ich mir jetzt gerne sehr nice. Ich habe einen Kompass. Was ist das hier?
Hm. Höhe. Höhe? Ah, interessant. Ja, das stimmt. Sehr geil. So. Ja. Ah, okay. Ah, verstanden. Okay. So, und jetzt soll ich wahrscheinlich... Ich habe doch schon ein bisschen gespitzelt. Das sieht mir aus... Ein doppelter Eisenvorschlaghammer. Jetzt stell dir zwei davon vor. Und jetzt stell es dir nicht nur vor, sondern benutze tatsächlich zwei davon. Spüre, was absolute Macht bedeutet. Hab Spaß mit ihnen. Eieiei, der braucht ja wieder ewig viele Dinger. Das habe ich eh alles nicht mehr dabei. Das habe ich alles. Oder? Habe ich noch welche? Nee, Stein. Eisenerze. Doch, fünf habe ich noch dabei. So, 5. Und wir haben auf jeden Fall irgendwo noch welche in der Kiste. Mit zwei Hämmern kann man schnell abbauen. Auf PC gibt's nicht lange, wie viele Blöcke in 10 Minuten abgebaut werden können. Der Rekord liegt bei 44.000. Boah, das ist viel. Das ist in der Tat viel. Krass. Wir haben immer noch nicht genug. Rate mal, wer Rekordhalter ist. ganz schwierig. Ja, da fällt mir nur einer tatsächlich ein. Von dem, den ich auch die ganze Zeit die Bilder da sehe. Okay, dann holen wir Eisenerze. Ich bin minimal süchtig nach diesem Spiel. Aber spielst du nur das oder spielst du auch andere Spiele? Das wäre jetzt mal interessant. Also hast du schon so ein bisschen Auswahl? So ein bisschen, oder sagst du, nee, wenn ich zock, dann nur das hier. Ich glaube, hier oben gab es noch gut Eisenerz. Ne, Kohle auf jeden Fall. Ich streame viele andere Spiele als LP, ist COBVR zurzeit das einzige. Ah, okay. Ja, wenn hier ist, nee, nicht das, was ich brauche. Oder halt einfach mal durchboxen im Vorschlaghammer. Was ist da so die beste Strategie? Wirklich suchen nach so Dingern oder einfach irgendwie voll rein in die Steine. Einfach an den nächsten Berg gehen und die Wand ansehen. Meist sieht man schon Eisenerz. Ach, am Berg meinst du? Ich gehe da immer in die Höhlen rein.
dann gehen wir. Ich habe jetzt eh keine Fackeln mehr. Die Steinwände sind einfacher zu sehen. Jetzt ist auch noch finster. Stockduster ist es. Da sehe ich nichts mehr. Oh nein. Gott, Gottes Willen. Und ich sehe da schon wieder so einen Hirsch in meiner Bude. Ich glaub's nicht. Mal lieber zu, klauen die nur alles, wie Schweine. Ja, dann warten wir jetzt am besten, bis es hell wird. Und das dann geben. Das Schwarz muss so schön auf der PlayStation aussehen. Ich habe nur LED im Headset. Da sieht die Nacht nicht so toll aus, wie bei dir. Ja, das stimmt. Die Nacht ist dunkel, definitiv. Und dann wird es auch noch mal dunkler gestreamt. Also du siehst es tatsächlich dann noch dunkler auf dem Bildschirm. Aber es ist schön, das stimmt. Und auch die Farben nicht vergessen. Ne? Hier auf dem OLED-Display. So, also wir lassen jetzt mal die Nacht. Ja, es wird schon langsam wieder Tag. Dann setze ich mich mal kurz hier an den Tisch. Und geh mal ganz kurz für kleine Cubes und bin sofort wieder da. Sind wir wieder. Jetzt noch das Ding drauf, zack. Also, siehst du, da ist doch schon wieder hell. Perfekt. Na, halt, Controller muss ich noch holen. PC hat aber auch noch keinen Multiplayer, oder? So geschlossen in sich, irgendwie PC unter PC. So, Gebirge, wir gehen mal hier. Genau, da sind Steinwände. Gehen wir direkt mal dahin.
PC und PS werden zusammen zur gleichen Zeit Multiplayer bekommen. Ja, und gibt es da denn schon irgendwelche Infos oder so grobe, wann, wie, wo das sein wird? Ich meine, du sagst, du spielst seit 2019, das musst du doch, weiß nicht. Du musst doch hier mit den Hufen scheren, dass der Multiplayer jetzt endlich kommt, oder? Gleich irgendwo rein, ich seh's doch. Da oben ist Kohle. Nein. Zuerst musste das Spiel für Server optimiert werden, jetzt der PS-Release. Und ob jetzt Gegner zum Kämpfen oder MP kommt, weiß ich nicht. SuperVR wird von 1 Person entwickelt. Ehrlich? Das ist aber sehr ambitioniert, wenn das eine Person macht. Das muss man dem... ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie viele da Minecraft rumbasteln. So, ich habe doch hier irgendwo... Ja, da oben. Das wollen wir doch. Jetzt wird's eng hier. Ich stecke mit dem Kopf. Nein! Nein! Sieht doch gut aus hier. So, so, dann sind also NPCs. Okay. Ja, nice. Aber Multiplayer ist schon echt, da freue ich mich schon echt drauf. Ich persönlich brauche nicht unbedingt mehr Spieler. Ja, aber komm, das hat schon was. Dann würdest du jetzt hier reinkommen, zack, und auf geht die Luzi. Verstehst du? Dann kommst du so durch den Wald geschrotet. Und dann geht's los. Viele meiner Zuschauer wollen gern mit mir zusammenspielen. Ja, denke ich. Das denke ich mir, klar. Da ist der Name Programm. Uah! Oh, jetzt, ja. Jesus, ich kriege mal einen Herzkasper hier mit dem Fallschaden hier. Gott sei Dank bin ich VR-fest. Ich glaube, wenn das so VR-Neulinge spielen, die tun sich da schon schwer. Wenn ich mich da an die Zeit
zurückerinnere, also ich spiele ja auch VR seit... Wir haben auf PC eine Welt, die wir uns untereinander teilen. Wir spielen rundenbasiert in der Welt. Das macht schon Spaß. Ah, okay. Ja gut, aber die Alternative, die Möglichkeit haben wir ja hier leider nicht auf der PlayStation. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Da ist ja bestimmt noch was zu holen. Ja, also. Damit wird das nichts. VR-Neuling, denke ich echt, kann das schon überfordernd sein. Also gerade die Höhen. Wie gesagt, ich spiele seit 2015 vielleicht. Also ich habe angefangen mit der HTC Vive und dann parallel dazu die PlayStation VR 1 noch geholt. Und jetzt die VR 2 tatsächlich. Und da auch hauptsächlich unterwegs. Mittlerweile. Wobei ich immer noch das Lighthouse-Tracking sehr geil finde von der HTC Vive am PC. Und da am PC, meine ersten Spiele, war schon sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber da hat es dann eben schon mal so ab und zu ein bisschen geschummert, sag ich mal. Also ich war jetzt noch nie besonders hier Motion Sickness empfindlich, aber wenn du da so im Wildlands? Ich habe mir Rift angefangen und seit 2019 bei Index. Index ist auch geil mit dem Finger-Tracking und so, die Index-Controller allein schon, die fand ich auch immer cool. War ich kurz davor, die mir damals zu holen für die HTC Vive. Ja, aber bei Windlands oder Windlands, das war, da habe ich schon so ein bisschen, es war, oder die ersten Kletterpartien hier bei, Sascha, wie hieß das Oculus-Kletterspiel? Die erste Zeit war es da doch ein bisschen schwubbrig, aber mittlerweile genießt man tatsächlich, das ist... The Climb, genau. Das war mein erstes VR-Spiel. Ja. Ja, bei mir war es auch einer der ersten eben tatsächlich. So, ja gut, hier scheint jetzt nicht mehr viel zu kommen. Aber es sollte, glaube ich, auch reichen, oder? Für einen zweiten Hammer. Da brauchen wir, glaube ich, 30 Nuggets. So eine Fahrt macht 16. Und wie viel haben wir jetzt gesammelt? Ja, dann können wir nochmal eine machen. Also reicht, definitiv. Ja, soll man ein bisschen Stein mitnehmen können. Wenn wir uns irgendwas bauen müssen, Brücken und so, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Gut.
So, sehr schön. Das Kupfer. Ja, da irgendwo. Nee, da. Nee. Warte mal, hä? Da. Da wohne ich. Hinter den Bergen, bei den 7 Zwergen. Jawohl, da ist es. Da ist das Partyhaus. So, dann gehen wir wieder an unseren schönen Tisch hier und nee, Quatsch, wir müssen ja erstmal kochen. Also backen, schmelzen. Jetzt sind die Dinger weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, also wenn ich sag's euch. Und ihr genauso. Ja, ihr tut's alles unschuldig. Ich weiß genau, was hier abläuft. Ja, jetzt wird es dann wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen. Ne? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh je, das scheint ein Bug zu sein. Ich werde das mal melden. Der ist Marsch. Das ist ein ganz böser Bug. Ja, die bösen Rehe, Hirsche und Hasen. Die bucken hier ganz böse rum. So, wir brauchen. Wir brauchen Holz und Kohle, ne? Na komm, mach das Loch auf. So, also. Hier, zack. Und Kohle. So, schön. Und haben wir kein getrocknetes Blatt mehr. Ja, Himmel, ja, schon zwirn. Bin gleich wieder da. Klaut mir ja meine Nuggets nicht. Ne? Ich sag's euch. Sammel bitte die Eisenerze wieder ein 1. Lass die Eisenerze wieder einsammeln. Ah, sorry, Caps Lock. Die Eisenerze wieder einsammeln. Ja, die habe ich jetzt da reingeschmissen. Die will ich ja schmelzen. Und dann brauchen wir. Ja, geh mal bitte irgendwo hin und baue ganz viele Steine ein. Jetzt, wenn die da drin liegen. Sauge die Erze ein, teste bitte etwas. Okay, also die soll ich da drin lassen. Oder mitnehmen.
Erze einsammeln. Okay, dann sammeln sie sich da ein. So, jetzt habe ich sie eingesammelt. Da ist noch einer. Wenn mehr als 500 Blöcke in der Welt sind, werden die ersten Blöcke despuffend. Aha, verstehe. So, aber hier ist noch einer drin, den finde ich nicht. Der hat sich da hinten versteckt. Der kommt nicht mehr raus. So. Und nun, was soll ich jetzt machen? Da macht mir Wahnsinn hier. Mach mal Klappe zu. Damit da keiner mehr rankommt. Erstmal einen Schluck trinken. Wenn du jetzt irgendwo Stein abbaust, wirst du irgendwann sehen, dass die Steine verschwinden. Ja, welche Steine? Die Steine, die habe ich jetzt wieder im Inventar. Aber du meinst die ich jetzt halt hier, wenn ich jetzt hier irgendwas... Ja, ich weiß, was du meinst, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, hier irgendwas kaputt hau, dann verschwinden die irgendwann. Wenn ich woanders Sachen kaputt hau, weil immer... jetzt irgendwo abbauen sollst. Genau, weil du immer nur irgendwie 200 solche Pixelsteine rumliegen lassen kannst, oder? So ungefähr. Habe ich es richtig verstanden. Dann verschwinden die zuletzt am längsten liegenden praktisch. Zuerst. Oder? Habe ich gecheckt. Das Fenster sieht komisch aus. Das ist wie so ein Spiegellabyrinth. Da wirst du ja blöd, wenn du reinguckst. Du kriegst einen Knick in der Optik. Genau, es können nur 500 Blöcke existieren. 500, wenn du jetzt genau. Steine abbaust und nur 50 rumliegen können, dann weiß ich, warum dein Eisenfisk. Okay, also ja, gut, dann baue ich mal irgendwo Blöcke ab. Ist aber finster. Ich will doch nicht ins finstere, dunkle Tal. Wir gehen hier runter. Genau, wir gehen da unten und bauen da. Wir haben doch hier den coolen Hammer. Da können wir uns da weiter reinbuddeln. Kann schon sein, dass ich irgendwo ganz viele Blöcke rumliegen lassen habe. Ich brauche ja auch nicht alles. Jetzt hier hauen, bis hier 500 Blöcke liegen. Mach mich nicht schwach, du. Das soll nicht in Arbeit ausarten hier. Reicht schon, danke fürs Testen. Ja, das habe ich auch gern gemacht. Ich mache das immer so. Jetzt habe ich meine Fackel kaputt gemacht. Es lag nicht am Limit. Ja, aber die Frage ist ja, verschwinden die dann hier oder verschwinden die nicht da irgendwo anders, wo ich sie zuletzt liegen lassen habe, weißt du? Das ist ja so das Ding. Wenn ich jetzt hier zerstöre, dann tauchen sie hier natürlich auf, aber irgendwo anders verschwinden sie dann wieder, oder? Meinst du nicht? So. Also, jetzt mache ich mal hier meine schönen Eisenbarren. Guck mal hier, Kristalle schon wieder weg.
Geh mal bitte ein paar Meter durch die Wüste ins Gras und wieder zurück. Sag mal. Diese Wüste ins Gras und wieder zurück, klar. Jetzt warte mal, jetzt sollen wir wenigstens die Eisenbahn erstmal hier reinschmeißen. Das, wir können ja hier schon mal. Guck, da ist immer noch einer drin. Können wir schon mal ein bisschen hier Feuer frei machen. Interessant, ich glaube, der ganze Ofen hatte, aber okay. So, wo sind wir? 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl. Brauchst nichts mehr testen. Danke für die Hilfe. Ja, habe ich doch gern gemacht. Immer stets bereit. Jetzt müssen wir mal Feuer machen. Oh, hier ist es. Gott sei Dank sind die Blöcke noch alle da. Aber da war doch jemand, da hat sich doch jemand zu schaffen gemacht hier. Ist alles durcheinander gewurschtelt hier. Die Tiere, ich trau denen nicht übers. Da, das da. So. Jetzt aber. Ja, sehr fix. Rein mit dem ganzen Zeug da. Ah, machen wir lieber zu. Ist heiß. Verbrennen wir uns noch. Ja, es wird heiß. Ich hoffe, das reicht. Und dann haben wir. Dann haben wir noch 17 Eisenerze. Ja, theoretisch würde es reichen, weil wir haben ja hier 8 Barren. Kohle ist der beste Brennstoff. Okay. Ja, Kohle habe ich mit reingeschmissen. Also da sollte ein bisschen was im Kasten sein. Weg vom Ofen, weg von den Steinen, Freundchen. Ja, verstehe ich keinen Spaß. 30 Eisenbarren. Brauchst du gar nicht weggucken. Ich weiß genau, dass du mich verstehst. Ja, ja. Kopf in den Sand stecken hilft da auch nicht. So, wir können ja schon mal anfangen. Ja, 30 Eisenbarren, genau. Einen wunderschönen. Ach, einen wunderschönen. Das ist doch mein Spruch. So, also wir brauchen. Kompass haben wir. Endlich. Eiserner. 8 plus 16 ist nicht 30. 8 plus 16 ist nicht 30. Nee, aber wir können doch. Wir können doch. Also wir haben da. Kai und Sarah. Ah, ein wunderschön. Servus. Wir können doch die. Die 16, die wir da machen, plus die 8, die wir hier haben, plus die 17, die wir noch da haben. Es müssen noch nicht 20 sein, oder? Müssen 20 sein, dass der Ofen das auch alles sauber schmilzt. Schau, es geht los, Freunde. Es geht los, es schmilzt. Du brauchst 20 Erze. Oh, der verdirbt mir auch die ganze Laune. Man muss ich wieder los und Erze sammeln. Ich glaub's ja nicht. Jetzt warte mal. Jetzt brauche ich erstmal. Jetzt fangen wir mal an mit dem 5 Holz hier. 2, 4, 5. 5 Holz. 1, 2, 3, 4, 5. Was schmilzt du denn so Schönes? Im Moment Eisenerz zu Eisenbarren. Das ist so der Plan, damit ich so einen Eisenhammer machen kann. So, Griff haben wir schon mal. Und dann haben wir ja hier die. Cool. Ja, sehr, sehr cool ist das. Oh. Warum baust du am Hammer, wenn du weißt, dass die Blöcke verschwinden könnten? Hahaha. Lass mich! So.
Das alles einmal dahin hier. So, dann bauen wir das mal hier hin. Das mal hier hin. Das hier hin. Ich hab dich gewarnt, grinsendes Gesicht. Ich mach dich dafür verantwortlich, wenn das passiert. Ich weiß, wie du heißt. So, jetzt brauchen wir hier. So, jetzt haben wir die ersten Dinger. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Oh ja, das sieht gut aus. Komm, Feuer frei. Oh, da brennt es, da lodert es, da ist noch alles gut, da brauchen wir nichts machen. Perfekt. So. Ja gut, dann schmeiße ich jetzt die 17 auf jeden Fall nicht da rein, wenn du sagst, dass wir brauchen 20. Dann schmeiße ich die jetzt noch nicht da rein. Dann warte ich erstmal und muss dann wohl wieder los. Nee, du bist dafür verantwortlich. Ich hab dich gewarnt, es nicht zu tun, grinsendes Gesicht, wenn du nicht aufhörst. Ich nehme das Ding einfach mit. Zu weinen, Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Ich nehme das Ding einfach mit, da kann nichts verschwinden. Wir tragen das halt einfach rum, die Antenne hier. So, jetzt warte mal, das müsste abgekühlt sein. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, die sind durch. So, jetzt haben wir so aufgeheizt und jetzt können wir nichts mehr machen. Das ist doch scheiße. Antenne. Das petze ich der GEZ. Die GEZ. Das ist doch falsch, das ist doch Glas. Ich habe den falschen Ding genommen. Moment, das stecken wir wieder ein, den brauche ich nicht. Ich brauche... Wo habe ich sie denn? Hier unten. Eisenbahnen, genau. Schmeißen wir mal alle dahin. Auf meinem Werktisch hier. So, den hier hin. 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 Ach, jetzt habe ich es auch noch runtergeschmissen. Ah. So, jetzt Achtung. Na, ist doch eindeutig eine Antenne, oder? So. Jetzt muss er unter den Tisch krabbeln. Ja, klar. Ja, war's das? Da liegt da unten noch irgendwo einer. Ne, haben wir alles. So, fast fertig. Es fehlt nicht mehr viel. So, dann gehen wir jetzt los mit der Antenne. Die wird nicht verschwinden. Wo steht denn die Sonne? Ach ja, alles gut, ist mittags. Und da unten meinst du, ist eher weniger. Eher weniger so Eisenerz. Eher Gebirge. Also nach oben. Da ist, glaube ich, ein Kristall, oder? Ja, das sieht mir stark nach Kristalle aus. Aber die verschwinden ja bei mir auch alle. Man muss es in Kisten lagern. Warte mal, du bleibst hier stehen. Ja, würde ich nicht vom Fleck. Bin sofort wieder da. Können wir nur hier die Kristalle mal schnell holen. Dunkel. Gold. Nee, du bist das für verantwortlich.
Ich hab dich gewarnt, es nicht zu tun, grinsendes Gesicht, wenn du nicht aufhörst. Wie ist denn der jetzt hier runtergefallen? Zu Gesicht mit herausgestreckter Zunge. Der ist ja jetzt noch Antenne. Weiter unten. Das petze ich der GEZ. Wie komme ich jetzt? Eisenerz ist überall, nur sind offene Wände einfacher einzusehen. Sieht aus wie meine Kraft für Arme sich vor Lachen auf dem Boden wälzt. Wie denn Minecraft für Arme? Hast du dir mal die Grafik hier genau angeguckt? Jetzt warte mal, jetzt kommen wir hier. Den hier wollen wir noch mit. Oh. Okay. Kann man das auch im Multiplayer spielen? Aktuell nicht, ist aber geplant. So, hier weht der Wind her. Hier ist nämlich eine Riesenstufe. So. Und wo war jetzt der Kristall? Der war da auch irgendwo. Ja, sehr, die Grafik haben es wenigstens. Versucht. Was? Nicht genug freier Platz in meinem Inventar? Wie denn? Bin ich jetzt schon... Oh, ich bin so ein Inventarmessi in solchen Spielen, ich sag's euch. Es ist der Horror. Komm her, Antenne, wir gehen nur. So. Mit was bin ich denn jetzt schon wieder vollgeklatscht? Zurbe VR ist für VR entwickelt, das Spiel sich super. Toll in VR, da kann MC nicht mithalten. So ist es. In der Tat, das kann ich nur bestätigen. Also schaut euch das mal an, das ist... Das ist halt sehr, sehr geil. So. Okay, ja, was haben wir? Ja, die Steine sind das halt, die ich jetzt alle mitgeschleppt habe, ne? Ich Volltrottel. Guck mal, Dreck schmeißen wir einfach mal weg. Das brauchen wir dann. Dreck schmeißen. Weg mit dem Dreck. So. Okay. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, jetzt wird es nämlich bald dunkel. Da sehe ich auf jeden Fall mal Kupfer. Ja. Und schon wieder falle ich rein. Scheiß doch die Wand an hier. Entschuldige meine Kraft. So. Jetzt aber. Kupfer. Quatsch. Eisenerz. Wo war denn uns? Hier vorne haben wir, ne? Irgendwo gebuddelt. Ne, hier waren wir nicht. Ja, egal, gucken wir mal. Und wir klettern da jetzt. Aber dann komme ich nie wieder runter. Da gebe ich euch recht. Mhm. Alles ist gut. Du kannst mit beiden Händen teleportieren. Ah, okay. Ja, ich versuche immer, ich bin so der, weiß nicht, da oben ist nochmal ein Kristall. Ich versuche immer so wenig wie möglich zu teleportieren tatsächlich. Allein schon immersionstechnisch, weißt du, wie ich meine? Okay, da haben wir einen Kristall. Aber... So, komm, ich komme hier durch, ich... Komm hier super durch. Kohle. Du hast keinen Platz mehr im Inventar. Ja, stimmt. Ja, dann schmeiß ich halt. Ich kann ja dann noch irgendwas wegschmeißen. Ich werde ja eh Steine zum Beispiel wieder. Vielleicht baue ich mir ja hier irgendwie wieder so ein Ding, dass ich dann da besser hochkomme.
Ich finde eh nicht mehr nach Hause. Fällt mir gerade auf. Hier gibt's keinen Arzt. Ich schnummel. Weg hier. So, ha! Guck an. Da drin gibt's. Ja, ich habe ja keine Fackeln. Scheibenkleister. Hier gibt's bestimmt Erz, aber ich habe keine Fackel dabei. Eine vielleicht noch. Ja, eine habe ich noch. So, so weit, so gut. Wir haben sie wieder. Ich bin dann mal wieder weg. Jawohl. Viel Spaß und gute Nacht. Jawohl, das wünsche ich euch auch. Ciao, ciao. Wo war Eisen? Wo denn? Hä? Wo denn? Ich sehe kein Eisen. Der hat massig Stein, aber kein Eisen. Mm-mm. Ah, das war Bildverzerrung. Sorry. Die bösen Bildverzerrungen, da muss man aufpassen. Also, trügerische Gestalten sind das. So, wie sieht's denn hier aus? Aber jetzt mal ohne Spaß. Aber warte mal, hier ist mein großer Turm. Ich muss ungefähr wissen, wie ich wieder nach Hause komme. Ah, hier haben wir, das war doch hier, oder? Hier haben wir doch vorhin. Ja, klar. Jetzt sind wir wieder hier. Da muss es doch noch mehr geben. Oh, ich muss doch aufpassen, dass es jetzt nicht fallen lässt. Das finde ich im Dunkeln nie wieder. Ja, jetzt ist eh dunkel. Weißt du was? So, setzen uns jetzt hier hin und warten, bis es hell wird. Ah, schön. Ich glaube, da unten irgendwo wohne ich. Irgendwo da. Da ist meine Partyhütte. Schau, der Mond. Die Vögel. Wunderschön. Da drüben der Berg ist wahrscheinlich. Das sieht sehr felsig aus, da die Seite.
Aber da muss man halt auch erstmal hoch, ne? So, und jetzt ist stockfinster. Für die wilden Tiere. So. Das ist schon echt fein. Ich könnte jetzt hier pennen. So, wo bin ich denn? Oh, einen Schluck trinken. Oh Gott, ich bin aber weit weg vom Trinken. Schön. So, es wird Tag. Hey. Wie schnell die hochkommt. Die ist jetzt aber schnell hochgekommen, hast du gesehen? Unendliche Weiten. Schau mal, da ist auch viel Stein. Aber da gehe ich nicht hoch. Okay. Dann können wir die wieder einstecken. Die Frage ist jetzt halt, wo suchen wir jetzt weiter nach? Eisenerz. Kohle? Kohle haben wir hier? Wir entfernen uns, glaube ich, immer weiter von unserem Zuhause. Aha. Ein Eisenerz sehe ich auf jeden Fall mal. Das ist jetzt nicht... Aua! Oh, da ging es doch weiter runter als gedacht. Da liegen jetzt.
Wasser und ein Kristall wieder. Guck, wir haben für Eisenerz haben wir sogar Platz, weil wir haben ja den Slot schon. Da passen bis zu 50 rein. Für Kristalle haben wir halt keinen Platz mehr. Jetzt warte mal. Da muss irgendwo noch Eisenerz sein hier. Komm schon. Es gibt es doch nicht. Kein einziges Eisenerz hier. Nix. Ein Haufen Stein, aber kein Eisenerz. Mhm. Keine Chance. Ich falle gleich irgendwo runter und dann ist es mit mir geschehen. Und mit meiner Antenne auch. Ja? Nur damit ihr es wisst, das könnten meine letzten Worte sein. Scheiße. Ist hier Eisenerz? Ja, wenn ich jetzt halt mehr Fackeln hätte, ne? Ich falle hier gleich in ein Loch. Oh, Eisenerz. Ich hab Angst, ich weiß nicht, wie weit es noch runtergeht. Jetzt komme ich auch nicht mehr an die. An die Fackel ran. Na, leck's mir doch am Arsch hier. Jetzt warte mal. Jetzt holen wir erstmal das Eisen. Ja, dann fällt's da runter. Ich hab doch Stein dabei. Ist das dunkel? Oh ja, 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 haha, hier sind wir richtig. Genau hier.
Jackpot. Guck mal, und ganz viele Kristalle wären hier auch. Wenn sie nicht so duscht da wäre. Aber egal, wir haben, was wir wollten. Wieder hoch. Komm mit. So, jetzt nach Hause, bevor es dunkel wird. Was ist mit den Hasen los? Mit euch nicht. Jetzt warte mal, wir wohnen da hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Da war es, genau. Ich gehe mit meiner Laterne und mein Brich. Dann müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal eine Kiste bauen, ne? Weil langsam wird es echt. So, da hinten wohne ich. Glaube ich. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Schön vorsichtig. Perfekt. So, wo ist die Partyhütte? Ah, da ist. Da habe ich markiert. Da muss auch eine Höhle oder eine Mine sein. Da ist die Partybude. Na, also dann schmelzen wir jetzt die restlichen Erze. Dann brauchen wir nur noch 4 Barren hier, um den Hammer fertig zu machen. Bin wieder zu Hause. So. Du bleibst hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und ja.
dann brauchen wir Holz. 1, 2, 3, 4, 5. Schmeißen wir alles rein. Dann Kohle. Und ein Gräslein. Ja, perfekt. Die Hitze geht hoch. Läuft. Jetzt haben wir halt wieder keine Kohle, ne? Jetzt passen wir auf die Steine. Ein Stein ist noch da. Ist auch Frechheit, oder? Jetzt da rein, dass den keiner mehr wegklaut. Und die werfen wir mal da raus, dass sie laden können. Genau. So, aber wo stelle ich jetzt den? Ja. Kann man die Fackeln eigentlich auch verstecken? Nee, die kann man nicht verstecken. Schade. Okay. Die laden. Was haben wir denn hier jetzt noch drin? 50 vom blauen Schimmerstein, der kann ja hier da mit rein. Dann haben wir hier blauer Sternstein, kommt hier mit rein. Hier haben wir nochmal. Glasbarren, die machen wir hier hinten hin. Eisenerze machen wir hier hin. Stein habe ich doch hier drüben, oder? Aber da ist, glaube ich, schon voll. Ich sag ja, ich brauche mehr Kisten. Gold. Das muss ich auch in eine Kiste tun. Die Kiste ist voll Sand da drüben. Eine Kiste voll Sand. Den Goldnugget, den mache ich lieber hier rein. Kupfernugget machen wir auch mit hier. Warte mal, das haben wir doch hier schon, oder? So. Passt, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. So, wie sieht's aus hier drin? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Da geht was. Ich glaube, wir können den Hammer gleich machen. Gleich fertig machen, wenn er nicht verschwindet. Bleib ja da. Aber die blauen Fliesen, die sind ganz cool, muss ich sagen. Also diese blauen Leuchtdinger. Ich weiß noch nicht. Warte mal, wie sieht denn das aus? Eigentlich ist das doch hell genug, oder?
Wollen es ja gemütlich haben, so Partylicht. Nicht zu extrem. Das ist doch cool so. Ja, ich denke, so wird es gehen. Oh! Wir sind ready! Da sieht man, wie es runterläuft. Türen wäre jetzt mal interessant, wie ich noch die Türen baue. Damit die Viecher mir nicht andauernd die Bude einrennen. Ja, gut, ich habe ja nicht mal ein Dach. Jawoll! Ast rein! Ach so, ja. Wollen wir gleich nochmal was rein? Ne, den habe ich jetzt. Die habe ich jetzt schon. Ah, verdammt. Muss ich nochmal holen. Ich muss den Ofen nutzen, solange er heiß ist. Da ist es doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So. So, Hammer. Du brauchst jetzt noch. Was brauchst du noch? Oh, du brauchst noch sechs Stück, nicht drei Stück, sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ta-ta-ta! Hoppala. Der Hammer ist fertig. So, jetzt haben wir zwei Eisenhammer. Jetzt können wir die ganze Welt kurz und klein hauen. In 0, nix. Sehr geil. Ein Werkzeug auf eine Wandhalterung setzen. Ah, Werkzeuge an der Wand zu platzieren kann eine sehr schöne Dekoration sein. Stelle eine Wandhalterung her und platziere ein Werkzeug darauf. Du kannst Werkzeuge auf die gleiche Weise aus dem Inventar ziehen wie Blockgegenstände. Ziehe also eine und lasse es los, während du es flach neben eine Wandhalterung hältst. Es bleibt dann an der Wandhalterung haften. Ja cool, dann können wir unsere Werkzeuge hier irgendwo dekorativ an die Wand hängen. Dann brauchen wir, dann tun sie schon mal nicht unser Inventar. Zumüllen. Was haben wir denn hier? Wo ist ein Werkzeughalterung? Wandhalterung, das müsste doch sein, oder? Vier Kupfernuggets. Hey. Warum muss das denn aus Kupfer sein? Kann das nicht aus Holz sein? Ach, okay, ich habe jetzt 26 Stück. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hoppala. So, und wie war das jetzt nochmal? Einfach nur 4 Stück so neben. Okay. Es gibt dann eine Wandhalterung. Da, 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 da. Ist noch irgendwo einer? Da. So, jetzt haben wir 4 Wandhalterungen gemacht. Und die würde ich gern. Machen wir mal 2 hier, oder?
Oder machen wir es enger zusammen, nur hier. Ist ja wurscht, wir können das ja alles noch umplatzieren. So. Okay, die kann ich jetzt einfach hier so... Zack. 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 Okay, und da kann ich jetzt mein Werkzeug hinmachen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nehmen wir nochmal die Kupferschaufel. Ja, aber wie kriege ich die dahin? Objective. Ah, okay. Okay, verstanden. Da ist noch der alte Hammer. Oh, nein, nicht die Hauswand kaputt machen. Bist du wahnsinnig? Okay, cool. Die alte Schaufel, der alte Hammer. Passt. Wenn wir draußen Garten umgraben wollen, könnten noch, ja. Ich mache mal alles kaputt. Jetzt war sie gerade dran. Das check ich noch nicht, welchen Knopf ich da. So, und dann zack. Okay. Höchst dekorativ. Wird doch eine Gartenlaube, habe ich doch gesagt. Perfekt. Oh, wie sieht es beim Ofen aus? Da haben wir jetzt gar nicht mehr geschaut. Fertig! Perfekt. So, die sind voll. Nochmal gleich da rein, bevor sie wieder geklaut werden. Ja, okay, jetzt ist auch kalt. Jetzt geht da nichts mehr im Ofen. Passt. Obwohl, eigentlich könnten wir uns noch eine Eisenaxt machen, ne? Wir haben eine eiserne Spitzhacke, einen eisernen Hammer und eine Eisenschaufel, aber noch keine Eisenaxt. Dann können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller und besser die Bäumchen hier fällen. So, das scheint trocken zu sein, ja. Also abgekühlt. Gut. Jetzt schauen wir erstmal, was er hier sagt. Einen Kristall rot aufladen. Wenn du einen Kristall mit Sonnenlicht auflädst, wird er blau. Ja, das haben wir schon gecheckt. Wenn du einen Kristall mit Mondlicht auflädst, wird er stattdessen rot. Wenn du einen blauen Kristall im Mondlicht auflädst, entlädt er sich zuerst blau, bis die Ladung auf Null ist und beginnt dann sich rot aufzuladen. Lade jetzt einen roten Kristall vollständig auf. Achte darauf, dass du ihn nur nachts draußen hast und ihn tagsüber vor dem Sonnenlicht versteckst. Wenn du einen roten Kristall im Eimer hast, bläst er, statt zu saugen. Ach, guck an. Also dann brauchen wir, jetzt ist ja Tag. Dann warten wir, bis es Nacht ist, und dann holen wir einen blauen raus. Oder? So machen wir es.
So, und in der Zeit kann ich ja mal gucken, was so eine, wie man so eine Eisenaxt macht. Eisenaxt. Ja, 4 Holz, 2 Eisenbahnen. Das ist doch easy. Das machen wir. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Zwei Eisenbahnen. 1, 2. Dann tun wir die Eisenbahn da rein. Warte, ich will die ganz nach unten dahin haben. Und drüber das Eisenerz. So. Ja, dann brauchen wir Holz. Das haben wir jetzt natürlich drüben in der Kiste. 4 Stück. Ne, wir haben gar keinen. Wir haben kein normales Holz. Müssen wir wieder ein bisschen was verarbeiten. Ja, das ist. Ach stimmt, das ist ja die Sandkiste. Hier ist nur Sand drin. Ich weiß auch noch nicht warum, aber hier ist Sand drin. Ich wollte Glaser werden. Ich bin ja lustig, jetzt hänge ich die Axt. Ich brauche die Axt ja zum Holz machen. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den. Meine Axt hinge. Habe ich meine Axt jetzt weggeschmissen? Häschen, hast du meine Axt gesehen? Zufällig. Ne, hier ist der Kompass. Hammer, Dings. Da bin ich denn blöd? Wo ist denn meine Axt hin? Ich habe meine Axt verloren. Ja, dann müssen wir uns halt gleich die Eisenaxt machen. Ist mir irgendein Loch gefallen hier? Nö. Oder hängt die? Nee, hängt es auch nicht. Okay, wir machen uns die Eisenaxt. Hilft ja nichts. 1, 2, 3, 4 waren das, glaube ich, oder? Oder waren es 5? Ja, schauen wir mal. Schauen wir lieber nochmal. 1, 2, 3, 4 und 2, ja. Also. Zack. Und dann haben wir jetzt unsere Eisenaxt. Na also. Sammeln wir das Holz hier noch ein.
vorne liegt noch was. So, sehr nice. Perfekt. Ah, nee, wo ist die Sonne? Da. Also okay. Dauert noch, bis es dunkel wird. Den Kristall brauchen wir noch nicht. Du, ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben. Ha? Komm. Ich baue dir einen Käfig. Ich sag's euch, ich brauch Türen. Ich brauch unbedingt Türen. Versau mir mein schönes Haus. Nein, Abfahrt. Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall dann noch irgendwie hier vielleicht. Das ist hier dann praktisch. Aber geht das vom Fenster? Das muss ich jetzt mal probieren, ob das vom Fenster her gehen würde. Brauchen wir helles. So, also die Idee wäre dann ja, das geht super, oder? Perfekt. Aber wie viel? Wie viel Platz braucht man dann hier, um da hochzulaufen, nicht oben anzustoßen? Wahrscheinlich tatsächlich bis hierhin dann, oder? Hätte ich gesagt. Oh, aber ganz knapp. Aber geht. Geht. Ich bin ja groß. Wenn ich durchkomme, dann kommen die auch durch. Achso, mein Kristall ist ja leer. Jetzt brauche ich doch mal ein Kristall hier. Oder ist die ein bisschen zu klein? Sollen wir die... Ich glaube, so ist fast besser. Hm? Schon. Jetzt bin ich runtergefallen. Aber von der Höhe ist okay.
Ah, wir sind schon wieder alle. Wir haben schon wieder keine Steine. Scheiße. Wir haben hier noch was drin, ja klar. Ach, hier sind noch volles Rohr. Ja, wird doch langsam. Oh, es wird dunkel, wir müssen an den Stein denken, dass wir den jetzt dann rauslegen. Reicht das hier oder? Oder ist es dir hier zu hell? Solltest du jetzt nicht rot aufladen? Mache ich irgendwas falsch? Da stand doch dran. Er entlädt dann erstmal, ne? Ah, jetzt passiert was. Sehr geil. Dürfen nur nicht vergessen, bevor es wieder Tag wird. Ah, guck, das geht sogar hier drin. Ja, unser Dach ist ja auch noch nicht fertig. Okay. Wir sind wieder leer. Scheibenkleister. Na, das passt doch nicht zum Bild. So.
schon wieder hier drin. Raus, habe ich gesagt. Ja gut, dann haben wir jetzt aber keine mehr. Nee, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen verarbeiten. Das können wir auch hier drin machen. Holzpaletten. Oh, Backe. Nein! Hör auf aufzuladen. So wird das noch nie was. Jetzt ist er immer noch blau. Ja, du kannst dich ja mit blau vollladen, aber der andere nicht. Der muss ja rot werden. Wie viel haben wir denn von dem Holz? Hei, hei. Ah, jetzt ist Feierabend. Okay. Ja, haben wir ein bisschen Arbeit. Aber mit der Eisenachse geht das ja ganz easy. Sehr geil. Jetzt steht der Hirsch schon wieder in meiner Bude. Nein, die verschwinden wieder, oder? Müssen jetzt meine Kristallladung am Eimer ist wieder. Alles rein in den guten Eimer hier, komm.
So, jetzt sollten wir aber auf jeden Fall einen Haufen von dem verarbeiteten Holz haben. Da könnten wir die Decke super fertig kriegen. Hoffe ich. Ich habe mich ja schon ganz oft getäuscht hier. So. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache die Treppe dann noch braun. Weil irgendwie, das sieht man halt nicht von der Wand her, weißt du? Verstehst du, wie ich meine? Checkst du, wie ich denke? Schon wieder leer. Schön Staubsaugen hier auf dem Boden. Na, kommst du rennen den Eimer. So. Perfekt. Ach so, warte, ja. Ich glaube, das sieht... Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, das sieht nämlich braun wirklich besser an. Hebt sich wenigstens ein bisschen ab, weißt du, vom Dach und von der Wand. So. Haben wir noch was auf Tasche von... Oh. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt von dem Holz haben. Wir bauen erstmal ein bisschen mit dem weiter, dann haben wir nämlich auch wieder Platz im Inventar. Ja, Hase, du schon wieder hier. Junge, Junge, Junge. Du machst mir Spaß.
Das ist ganz schön anstrengend, so über Kopf zu arbeiten. Nee, der muss laden. Den stecken wir ein. Der kommt in die Kiste. Das Haus. Boah. Das nächste Mal mache ich wirklich nur so ein kleines erstmal. Schwierig, schwierig. Dann ist es auch gar nicht mehr so hell hier drin. Brauchen wir noch mehr Licht wahrscheinlich dann. Hirsch, raus mit dir, ich hab dich schon gesehen. Ich glaube, die Holzblöcke, die reichen doch nicht, wenn ich ehrlich bin. Das wird dann schon dunkler hier drin. Definitiv. Aber mei, wir brauchen es ja nicht so hell.
Kristall wieder leer. Ja. Ja, ist noch nicht perfekt, aber es wird schon. Dann nehmen wir halt mal den jetzt. Ach scheiße, die laden ja hier drin gar nicht mehr auf. Oh. Kann ich hier gar nicht, das bringt ja nichts mehr. Lege ich schnell. Hase, ich sag's dir, weh. Bleib weg von den Dingern. Und ich trau dir nicht. Die sind überall, die Viecher. Wird da wieder dunkel, oder? Wir brauchen wieder den oberen Stein, war das? Nein, nicht blau laden. Hallo, es ist dunkel. Das ist noch nicht dunkel. Gut, der tut noch schön rot. Der sollte jetzt halt auch mal rot werden. Thank you.
So. Hier, ich muss auf den hier, ne, warte mal, falsche Tür, da draußen liegt er, auf den muss ich achten, das ist ihm rechts, oh, der sieht rot aus, der ist auf jeden Fall schon roter als blau. ja. Oh nein, es wird Tag. Nein, wir haben zu lange gebraucht. Jetzt ist der schon wieder blau. Scheiße. Jedes Mal kommt mir irgendwas dazwischen. Okay, wir machen wieder in die. Eigentlich können wir noch. Ja. Nee, wir machen hier rein. Der obere. Scheiße. So wird das nichts mit dem roten. Raus mit dir. So, und der. Warum habe ich den jetzt da hingehauen? Der soll dahin. Und der dahin. Komm, das Dach machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Es fehlt nicht mehr viel. Also gut, ne, kommt drauf an, ob wir noch genug Holz haben. So, da kommt es nicht mehr viel.
Hier haben wir gesagt, lassen wir. Oh. Für die Treppe dann. Morgen habe ich wieder Nacken, du, ich sag's dir. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Oh nein, die Steine sind aus. Na gut. Dann ist das halt so. So, jetzt warte mal. Ja, dann kann man das auf jeden Fall als Treppe identifizieren. Perfekt. Na, reicht doch erstmal. Jetzt aber echt finster. Ich merke schon, ich brauche jetzt hier Deckenleuchten auch noch. So. Ach, ich habe sogar noch welche. Jetzt habe ich keine mehr. Okay. Gut. Jetzt geht es ja nur noch darum, den Stein, dass wir den Stein halt noch hinbekommen, ne? Rot. Ein Kristall rot aufladen. Thank you.
Schlafzimmer. Wer hat hier eigentlich rumgewütet? Und da kommen noch die Kupferbrücken hin. Den tun wir auch noch rein. Muss ich nur aufpassen. Den haben wir da hinten. Der hier vorne ist der, den wir immer mal so ein bisschen geladen haben in der Nacht. Der dahin, der Stein. Ja, wir ziehen da auf jeden Fall noch hier das blaue Ding dann einmal rum. Definitiv. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Das macht dann noch mal ein bisschen was her und dann kümmern wir uns um die nächsten Etagen. Und mal gucken, vielleicht einen Keller. Und von außen noch irgendwo eine Treppe. Also ich würde es gern von innen und von außen. Ja, aber dann hast du das Problem. Ja, obwohl. Müsste schon gehen. So, wird es denn jetzt mal dunkel, dass wir den Kristall da machen können. Hör mal, die haben wir doch. Das müssten wir doch noch haben, das Zeug, oder? Das waren doch die hier. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das aus denen gemacht. So ein... Ich glaube ja. Nehmen wir die einfach mal mit. Und so. Genau. Ach, schau. Kaum ist unser Dach fertig. Fängt es an zu schneien. Aber schneit trotzdem hier überall rein. Hier nicht. So. Okay, wir haben den. Schauen wir mal. Fangen wir mal hier vorne an.
Aber das gehört doch nicht dahin, oder? Das sieht doch... Oder bin ich blöd? Nee, das gehört nicht dahin. Ach, ich komme nicht dran, scheiße. Von oben. Da sieht man sofort, welches es ist. Ist das hier. Der gehört definitiv nicht hier hin. So. Jetzt passt das. So, und dann würde ich das nämlich gern so... Ja, genau. Das ist der Weg. Gut. Ich glaube, einen können wir noch machen, oder? Ja. So. Jetzt können wir weitermachen hier. Ist es Nacht? Nee.
Mhm. Weißt du was, ich muss. Das ist echt anstrengend. So. Jetzt arbeiten wir mal nach unten hin. Ja, das ist besser. Nein! Okay, das war's. Mehr haben wir nicht. Da müssten wir dann erst wieder los. Sag mal, ist das... Nee, das ist nicht Nacht, oder? Nee, das ist einfach nur... Wolken. Ja. Es wird auf jeden Fall nicht Nacht. Mal kurz auf den Stuhl setzen hier. So. Ja, so kommt das hin. Und, ja. Ah, bequem. Schön. Der knarzt ein bisschen. Die Hasen. Ich baue ein Hasengehege, ich schmeiß die da alle rein. Alle, die hier in meiner Bude rumrennen, kommen da rein. So eine Kellergrube oder so. Zum Gitter oben drauf. Ja, sehr nice. Ja, so langsam wird aus dem einen Grundstein, den wir gelegt haben, doch irgendwie etwas, das man ja Haus nennen kann, fast schon, würde ich sagen. Nur Türen wären jetzt eben noch sehr interessant.
Sag mal, es wird ja immer heller anstatt dunkler. Nein! Ja, gibt's das denn? Gefällt's dir da drin? Ist warm da drin, ne? Ja, schau sie dir an. Das gibt's doch nicht, oder? Gucken wir, ich brauche eine Tür. Brennen doch bestimmt gut in so einem Ofen, oder? Der ist auch wieder voll, den können wir eigentlich auch hier reinpacken. Aber die ist schon voll, die Kiste. Ne, Quatsch, die ist nicht voll. Hier drüben ist ja noch Platz. Aufgehört? Ja. Okay, es hat aufgehört zu schneien. Der alte Partybunker hier. Ja, wir könnten... Da hinten ist ja dieser Stein. Der ist definitiv hier hinten nicht allzu weit weg. Den könnten wir noch schnell holen. Ja, die Sonne geht auf. Es blendet von da. Wir haben die Nacht irgendwie verpennt, weil das war alles weiß, der Schnee, deswegen sah das so hell aus. So, und zwar war die Höhle, müsste irgendwo da gewesen sein, oder? So grob. Da vorne, glaube ich, war die. Und da müsste noch so ein bisschen Stein geben. Da schimmert es da auch schon. Blau raus. Aha, und jetzt fällt mir gerade ein, wir hatten hier auch noch irgendwo eine grüne. Mit grünen Schimmerstein. Das ist dann für die nächste Etage. Jawohl. Da haben wir es doch. Eisenhammer machen, oder? Ja, also. Na.
Also, es dürfte doch schon reichen. Ja. Genau 50 Stück. Viel gibt's hier auch nicht mehr von denen. Irgendwo hier vorne war noch eine grüne. Die habe ich eigentlich auch markiert. Da ist er. Genau hier. Können wir dann auch ein bisschen grün abbauen. So, anstrengender Tag war das. Jetzt wird's Nacht. Ja, dauert schon noch. Da können wir schon noch, ja, die kann ich jetzt auch im Sitzen hier unten machen. Ich sitze ja auf dem Stuhl. So. Was war einer zu viel? Glaube ich, egal. So. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das
So. Stein ist wieder leer. Noch ist immer noch hell. Ja, da oben ist die Sonne. Ah, okay. Ganz knapp reicht schon wieder nicht. Wir müssen noch einen bauen. So, jetzt aber. Jetzt machen wir es fertig. Seht ihr schon rot? Nee, immer noch blau. Ja, ist ja auch noch hell. Hier drin kommt es einem so dunkel vor. So. Dann haben wir hier einmal drumrum. Mich nervt halt ein bisschen, dass das bisschen Dach hier nicht mehr fertig geworden ist. Aber nein. Jetzt können wir den ja wieder. Warte mal, wo war der drin? War der hier drin? Was passiert denn, wenn wir hier raus? Wie sehen die aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Schade.
Nee. Irgendwie nicht. Wann fängst du jetzt mal an, rot? Die tun wir wieder da unten rein. Den weiß ich noch nicht, was ich mit denen da mache. Vielleicht so als Decke irgendwo mal. Warum lädt der nicht rot? Hm? Jetzt. Okay. Dann holen wir den raus, der eigentlich schon mal ein bisschen rot geladen hat, nämlich der hier. Und jetzt schau, dass du rot wirst. Bitte, bitte, bitte. Ich bleib jetzt hier, weil sonst verpasse ich den Moment wieder. Wird rot. Oh, er ist rot. So, schnell rein, bis nichts mehr passieren kann. Und jetzt müssen wir den in den Eimer machen, oder wie? Ja. Yeah. Aber wir haben nicht gehört. Warum? Ist der noch nicht vollgeladen oder was? Ach komm, Junge, hör auf, hier. Am Fenster geht's auch. Der muss vollgeladen sein, glaube ich. Nein, jetzt lädt er wieder blau. Och nee. Also fast haben wir es geschafft. Mich noch mal. Die Nächte sind aber auch kurz, du. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt schon mal ein bisschen rot. Mal hier aber wieder den blauen rein. Ach, Hase, du, ich sag dir, du bist sowas von im Ofen drin. Ja. Okay. Dann. Warte mal, was sagt der Tacho? Ja. 11 Uhr, als ob es geahndet. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier wieder einen Cut. Wir sind ja dieses Mal wirklich gut auch vorangekommen, tatsächlich.
Also das Erdgeschoss steht so gut wie. Es fehlt nur noch ein kleines Stück Dach. Aber ich habe Nacken. Ich kann kein Dach mehr machen. Nö, es wird doch. Es wird heimelig. Mit den Hasen müssen wir uns noch was überlegen, dass wir endlich mal Türen hier irgendwie an Land bekommen. Genau. Und warte mal, ich mach den doch lieber nicht ruhig. Ich trau dem Ganzen hier nicht, wenn ich dann hier rausgehe. Dann ist der, hat der erleuchtete Hase rot und mein Stein ist weg. Jetzt ist er ja gut identifizierbar, welchen. Den da draußen nehmen wir auch mit rein. Ja, gut. Soweit, so gut. Wie gesagt, Türen, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie man Türen hinbekommt. Das fehlt halt noch. Aber ansonsten wird doch. Es wird eine geile Gamer-Lounge hier drin. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was. Schönen Abend. Jetzt da ist es schon wieder drin. Schönen Abend, gute Nacht. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.